dem 1. Juli werden Hartz-IV-Sanktionen in Höhe von 30% ausgesetzt. Der Regelsatz, der als menschenwürdiges Existenzminimum gilt, liegt aktuell bei 449 Euro plus Miete für alleinstehende Personen. Dieser konnte den Empfängerinnen bisher um bis zu 30% gekürzt werden. Das soll nun zumindest für ein Jahr nicht mehr möglich sein. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool und ein guter Anfang, allerdings mit einem dicken Aber. Denn Sanktionen in Form von 10% Kürzungen für sogenannte Meldeversäumnisse, also zum Beispiel wiederholt verpasste Termine beim Jobcenter, sind weiterhin möglich. Faktisch müssen also auch mit Sanktionsmoratorium weiterhin Menschen mit einem Betrag unterhalb des Existenzminimums leben. Diese 10%igen Kürzungen machten in den letzten Jahren im Durchschnitt 70% aller Sanktionen aus. Heißt, selbst mit Moratorium bleiben 3/4 aller Sanktionen weiterhin bestehen. Umso unverständlicher sind da Reaktionen wie diese von Nikolaus Blome bei Spiegel Online. Mit diesem letzten Federstrich hat die Bundesregierung de facto ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt, das obendrein von den markanten Inflationstreibern Miete und Heizung entkoppelt ist, weil dafür ja das Amt zahlt. Chapeau. Bedingungsloses Grundeinkommen? Really, Nikolaus Blome? Davon sind wir leider auch mit Sanktionsmoratorium noch weit entfernt. Aber was meint ihr? Wäre Hartz IV ohne Sanktionen schon ein, wenn auch nicht bedingungsloses Grundeinkommen? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare.